In meiner Studie wurden Patienten, die an einer lebensbedrohenden körperlichen Erkrankung litten und im Zusammenhang mit dieser existenziell bedrohlichen Erkrankung auch entsprechend Ängste hatten, wurden mit LSD behandelt, mit in 2 Sitzungen LSD. Ich glaube, das größte Potenzial liegt in einer ganzheitlichen Behandlung der Menschen. Diese Unterteilung in verschiedene Diagnosekategorien, das ergibt sich methodisch aus der Forschungsmethodik. Und dass wir jetzt gerade eine Gruppe ausgewählt haben mit Angstsymptomen bei schweren Körpererkrankungen, das hat eigentlich 2 Hauptgründe, aber wir hätten auch andere Patienten behandeln können. Ich glaube, dass es dort gut geeignet ist, wo es darum geht, einen tieferen, einsichtsorientierten psychischen Prozess zu machen. Also wenn es nicht nur darum geht, ein Symptom zu unterdrücken, Angst vor Liftfahren, sage ich jetzt mal, da gibt es bestimmt andere Verfahren, die da besser geeignet sind, um so etwas ganz spezifisch Eingegrenztes zu behandeln. Wir haben uns auf diese Patientengruppe, Menschen mit existenziell bedrohlichen, lebensbedrohlichen Erkrankungen, eigentlich festgelegt, weil man das schon mal gemacht hat in den 60er Jahren und wir gesagt haben, wir fahren dort weiter, wo man aufgehört hat. Und das andere ist, dass Menschen, wenn sie wissen, dass sie vielleicht nur noch eine kurze Zeit zu leben haben, auch eine Therapie machen möchten, wo man irgendwie schnell in den Kern der Dinge vorstoßen kann, und das ist, glaube ich, mit LSD wirklich möglich. Der Unterschied ist halt, dass es hier sozusagen einen Dritten gibt, die Substanz, die einen psychischen Prozess auslöst. Normalerweise gibt es einen Therapeuten und einen Patienten, die machen zusammen einen Prozess durch, und hier gibt es noch sozusagen eine dritte Kraft, eine dritte Größe. Und diese Substanz ist von sich aus sehr stark, die bewirkt einen sehr starken psychischen Prozess, den man begleiten und dann vor allem auch wieder mit dem Patienten zusammen integrieren muss. Also es ist eine erfahrungs-erlebnisorientierte Therapie. Das ist ein Unterschied zu anderen Therapieformen, wo man mehr versucht, im Gespräch zum Beispiel Symptome zu verstehen und das zu verstehen, was außerhalb der Therapie läuft. Hier läuft innerhalb der Therapie etwas sehr Entscheidendes. Aber die Gemeinsamkeit vielleicht, wenn ich das auch noch sagen kann, zu anderen Therapien, es geht auch hier darum, dass man eine vertrauensvolle, gute Beziehung herstellen kann miteinander, dass man sich versteht und vertraut und dass der Patient weiß, die Drogenerfahrung allein ist nicht die Therapie, sondern das, was nachher noch kommt, das irgendwie zu verstehen und in sein Leben einzubauen, das gehört auch noch dazu. Ich glaube, wir haben 2 wichtige Ergebnisse zu präsentieren. Zuerst einmal vielleicht das überhaupt Wichtigste ist, dass wir eine sichere Behandlung durchgeführt haben. Das ist gerade bei LSD, das immer noch einen sehr schlechten Ruf hat, keine Selbstverständlichkeit, dass wir sagen können, alle Behandlungen, die wir gemacht haben, waren sicher. Es gab keine schwierigen Nebenwirkungen, keine schlimmen Zwischenfälle. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir gezeigt haben, wir haben ja eine Kontrollgruppe geführt, das heißt, ein Teil der Patienten bekam in einer ersten Phase nur Placebo und noch nicht die volle Substanz. Und da haben wir im Vergleich zu dieser Placebo-Gruppe eine deutliche Verringerung der Ängste zeigen können.